In den nächsten 24 Stunden werde ich bei Mr. Beast Burger, Wendy, Sonic, Taco Bell, Jack in the Box, Shake Shack, Jimmy John's, Chipotle, McDonald's, Chick-fil-A, Krispy Kreme, Panda Express, In-N-Out Burger, Whataburger, Baskin Robbins, IHOP, Raisin Cane's, Schlotzkis, Wingstop, Jamba, Popeyes Louisiana Kitchen, Burger King, Pizza Hut und Starbucks essen. Das ist zumindest das Ziel, denn ich versuche in 24 Stunden bei 24 verschiedenen Fastfood-Ketten zu essen. Bevor ich mit dem ersten Laden beginne, muss ich euch aber ganz kurz noch die Regeln verkünden. Mindestens eine Sache muss pro Kette bestellt werden. Bis auf eine Ausnahme darf das aber kein Trinken sein. Es muss eine Fastfood-Kette sein, also es muss mindestens zwei Filialen geben. Und das Ganze findet natürlich unter Beachtung der internationalen Hamsterregeln statt. Let's go! So viel zu den Regeln und dann wird es auch Zeit, den ersten Burger zu holen. Und am 5. Oktober um 14.50 Uhr beginnen wir mit der Challenge, Leute. Der erste Burger, ich muss immer nur eine Sache bestellen, ist der Cheeseburger von In-N-Out. Und hier muss ich sagen, alter Verwalter, schaut das Ding geil aus. In-N-Out gibt es nur in der Westküste und in Texas. Und der Laden ist richtig leer und super clean, macht einen super Eindruck. Alter, da habe ich jetzt richtig Bock reinzubeißen. Ich würde sagen, Leute, beginnen wir die Challenge ab jetzt. 24 Stunden, 24 Fastfood-Ketten. Das Brot ist mir ein bisschen zu knusprig, der hat aber schön Salat drauf und von der Optik her ist der einfach wirklich fast eine 10 von 10. Schmeckt auf jeden Fall ziemlich geil, ich will keine Zeit verlieren, hauen wir den direkt rein. Die zweite Kette muss ja direkt folgen. Guten Appetit. 24 geschafft. Zur nächsten Fastfood-Kette muss ich auch nur ein paar Schritte machen, denn ich befinde mich in Dallas, Texas, in den USA natürlich. Und das ist einer der Orte auf der Welt, wo es am meisten Fastfood-Ketten gibt. Das heißt, 24 Fastfood-Ketten zu finden ist hier bei weitem nicht so schwer wie in Deutschland. Und hier habe ich mir den Chick-fil-A Deluxe Chicken rausgelassen. Das ist quasi ein Chicken Burger mit Hähnchenbrustfilet, Käse, Salat und das Ganze perfekt verpackt in einem Brioche-Bun. Hierzu werden euch so Soßen angeboten, wo man das Ganze dann noch ein bisschen reindippt. Burger Nummer 2, probieren wir einfach mal. Wow, der kann geschmacklich was. Und ich habe schon nur mit den zwei Burgern jetzt über 1000 Kalorien drin. Hier in den USA findet auch so ein Battle statt. Ein Chicken Burger zwischen Popeyes und Chick-fil-A und noch anderen Ketten. Man sagt aber, dass Popeyes das Ganze gewonnen hat. Wir werden es herausfinden. Wir dippen hier nochmal rein. Schaut euch einfach mal an, dass hier alles drin ist, ey. Ich bin wirklich gespannt, ob ich diese Challenge bis zum Ende durchhalte. Auch hier nicht allzu viel los. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil es so viele Fastfood-Ketten, so viele Fastfood-Restaurants hier gibt. Zweites Fastfood-Restaurant abgecheckt. Hier gab es nur Chicken. Beim nächsten gibt es anderes. Um 15.09 Uhr haben wir also schon zwei Läden drin. Eigentlich brauche ich euch die Uhrzeit gar nicht zeigen, weil ich bin nur 3 Tage in Texas. Und heute und morgen drehe ich die Challenge und übermorgen drehe ich schon ein anderes Video. Aber hey, wenn wir schon machen, machen wir es richtig. Die nächste Kette, die sich hinter mir befindet, nennt sich Chipotle und ist eine meiner Lieblings-Fastfood-Ketten hier in den USA. Da habe ich schon sehr häufig gegessen. Hier gibt es vor allen Dingen mexikanisches Essen und das ist eigentlich gar nicht mal so ungesund. Hier funktioniert das Ganze über Subway und ich muss ja wirklich auch ein bisschen an Kalorien sparen. Deswegen werde ich mir einfach die Tacos so zusammenstellen, dass sie so wenig Kalorien wie möglich haben. Und das Gute ist, in den USA stehen fast immer die Kalorien dabei. Das heißt, ich kann ja nicht viel falsch machen. Der Plan ging nach hinten los. Ich habe mir so eine Sofritas-Bowl, eine vegetarische Bowl bestellt und die sind echt ganz schön groß. Das war so mehr oder weniger das Geringste. Ich will auch ein bisschen Zutaten da drin haben. Ich hätte auch einfach nur eine Sache nehmen können, aber das ist ja lame. Also so wie wenn ihr jetzt ein Subway-Sandwich bestellt und ihr sagt, ich möchte nur das Brot. Das ist ja nicht der Sinn von der Fastfood-Kette. Aber das ist schon eine gewaltige Portion, vor allen Dingen viel Volumen, was mich gut sättigen wird. Dafür weiß ich dann auch, dass ich diese Fastfood-Kette hinter mich gebracht habe. Das wird wahrscheinlich heute mit das Gesundeste sein. Dann lasse ich mir die Bowl hier mal schmecken. Am Ende gibt es auch wieder alles Gains und ich muss Gas geben, damit ich diese Challenge mal richtig rasiere. Dritter Laden, fertig. Mittlerweile ist es 16.32 Uhr und ihr fragt euch, was hast du die ganze Zeit gemacht? Das frage ich mich gerade auch. Und ich muss euch an dem Punkt einfach sagen, wir sind am Arsch. Ich bin nämlich auf dem Weg zum vierten Laden und zwar Mr. Beast Burger. Und das ist schon die zweite Location, wo der eigentlich sein sollte. Laut deren Website sollte hier ein Mr. Beast Burger sein. Ich war gerade eben schon mal an einem Ort, da war auch keiner. Und jetzt bin ich hier quasi eine Stunde Auto gefahren. Komplett umsonst und das ist ja Zeit, die ich für die Challenge brauche. Ich fahre jetzt noch mal eine halbe Stunde zum nächsten Laden und hoffe, dass ich ihn finde. Ansonsten sieht es mit dem Mr. Beast Burger etwas schlecht aus, aber den bekommen wir auch noch in das Video. Und genau hier sollte ein Mr. Beast Burger sein. Ich bin jetzt 3 Locations abgefahren, 3-mal nichts gefunden. Ich glaube, den einzigen Mr. Beast Burger, weil ich weiß, dass viele von euch sich den wünschen, gibt es tatsächlich nur in Philadelphia in so einem Freizeitpark. Und leider kann man ihn sonst nicht besuchen, auch wenn auf der Website andere Sachen stehen. Die ganze Aktion hat mich jetzt eine Menge Zeit gekostet und echt zurückgeschmissen. Den kleinen Vorsprung, den ich hatte, muss ich jetzt wieder aufholen. Und zwar ist die nächste Kette Wonder Woman. Alles gelogen. Könnte man zumindest bei dem Logo vermuten, aber der Burgerladen heißt Wonder Burger. Und ob der Wonder oder Wonderbar ist, werden wir jetzt herausfinden.
Okay, wer erzählt euch jetzt, dass die Kette Whataburger nicht Wonderburger heißt, aber es schaut mir aus wie Wonder Woman. Und den Burger habe ich noch geholt, den Whataburger. Das ist im Endeffekt ein Cheeseburger, auch wieder mit allen möglichen Sachen drauf. Das Brot schaut jetzt hier nicht so ultra geil aus. Wir haben Senf drauf. Mal schauen, wie das hier schmeckt. Auch wieder 600 Kalorien. Eine Menge Senf. Vielleicht ein bisschen zu viel Senf für meinen Geschmack. Der vierte Burger, der muss ganz dringend rein. An Gurten. Der letzte Bissen, Leute, der überzeugt mich nicht so krass, der Burger. Schmeckt wie ein bisschen besserer Cheeseburger. Bevor ich gleich da drüben zu McDonald's gehe, geht's jetzt zur gesündesten Fastfood-Kette dieser Challenge. Und zwar zu Jamba Juice. Und es gibt auch etliche Smoothie-Ketten. Und in meinen Augen ist das auch Fastfood. Schnell zubereitet, schneller Verzehr. Okay, ihr bestellt euch einen Smoothie. Es gibt drei Größen, klein, mittel und groß. Wie groß stellt ihr euch klein vor? Ist das für euch klein? Ich habe einen sehr, sehr, sehr großen Kopf. Bro, das ist garantiert nicht klein. Das ist sehr groß, Mann. Allein hier drin haben wir 0,75 Liter Smoothie. Und das ist S. Da ist ein Acai-Smoothie drin. Während wir nicht immer sagen, wir gehen direkt hinter zu McDonald's. Und hier bin ich angekommen und das gibt es jetzt hier zur Auswahl. Wir haben hier das ganze Burger-Menü und die haben nicht mal einen veganen oder vegetarischen Burger. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Texas bin, ich weiß es nicht. Nehmen auf jeden Fall nicht schon wieder einen Burger. Im Endeffekt ist das Menü ziemlich ähnlich bei uns. Ich nehme einfach nur einen Cookie. Der Juice ist mittlerweile leer. Und was ich hier bestellt habe, ist ein Cookie. Mindestens eine Sache bei jedem Fastfood-Laden essen. Der hier war ein bisschen zu groß und der ist ein bisschen zu klein. Der kostet 50 Cent. Wird sowieso bald das ganze Sortiment bei McDonald's essen. Also insofern machen wir uns nichts vor. So sieht der hier aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir einen Cookie bei McDonald's in Deutschland haben. Die sind ein bisschen krosser als die Cookies von Subway und nicht ganz so gut. Dafür ist der hier auch direkt weg. Und um 17.45 Uhr hatten wir gemeinsam Sex. Das tat meinem Popoloch wirklich weh. Fastfood-Ketten. Und ich brauche hier leider auch einen Ersatz für die Mr. Beast Fastfood-Kette. Und die habe ich auch schon gefunden. Nämlich genau auf der anderen Straßenseite. Und ich mache hier zwei Sachen, die Amis nicht machen. Erstens, ich trage Birkenstocks. Und zweitens, ich gehe zu Fuß. Also ihr meint jetzt wahrscheinlich so, ja, der Julian übertreibt ein bisschen. Also werden andere Leute auch zu Fuß gehen? Nein, es geht wirklich niemand zu Fuß. Niemand hier. Also... ich bin einfach der Einzige. Die fahren wirklich überall. Und wenn es nur 5 Meter sind, mit dem Auto hin. Die nächste Fastfood-Kette auf meiner Liste ist Hawaiian Bros. Das ist eine Fastfood-Kette, die kommt, glaube ich, hier aus Dallas, Texas, wo ich gerade bin. Ihr könnt selber nachschauen, die haben mehrere Läden. Also ist eine Kette, zählt von den Regeln her. Hawaiianisches Fastfood, habe ich auch noch nie gedacht. Also hier gibt es so Chicken, was man sich bestellen kann, oder Seasoned Vegetables. Und als Beilage zum Beispiel weißen Reis und Ananas. Das sind dann irgendwelche Nachtische. Und das gibt's zu trinken. Ich werde die Beilage hier bestellen, Side Macaroni Salad. Our secret blend of spices will keep you coming back for more. 2 scoops. Und im Endeffekt ist es auch genau das, was man sich darunter vorstellt. Ein Nudelsalat. That's what we call Nudelsalat in Germany. Here you call it Macaroni Salad. Und immer noch frage ich mich, wieso kommt da eigentlich der Name Salat drin vor? Das hat aber nichts mit einem Salat zu tun. Genauso wie Wurstsalat. Einfach das Wort Salat. So ein bisschen verfremdet, ne? Ein kleines bisschen. Wahrscheinlich liegt das immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Das ist halt einfach nur Nudeln mit Mayo. Nee. Junge, es ist genauso, wie es aussieht. Es sind einfach nur Macaroni mit so einer Mayo-ähnlichen Soße und Pfeffer drin. Alter, was ist daran denn bitte für Spice? Das ist wirklich ekelhaft. Weißt du, was noch eklig ist? Ah, verdammt, mir ist dein Äderchen geplatzt! Ekelhaft. Das ist eine 1 von 10. Das wirklich geht gar nicht. Das hilft ja nichts. Ich hau mir das Zeug jetzt irgendwie zwischen die Backen. Es geht ganz schwer runter, das Zeug. Es ist komplett übersalzen, es schmeckt richtig einfach nur für den Arsch. Man kann es anders nicht beschreiben. Papa ist wieder zu Hause und hat 3 Bestellungen mitgenommen. Ja, ich bin zu Hause. Ich habe nämlich hier eine kleine Wohnung in Dallas gemietet, in der ich jetzt gleich was essen werde. Weil manche Sachen, die ich bestellt habe, kann man tatsächlich fast nur zu Hause essen. Und wisst ihr, was so eine Sache ist, die ich hier in den USA wirklich zu schätzen lerne? Und nein, es ist immer noch nicht die Tatsache, dass man mehr als 2 Parteien bei uns daheim wählen kann. No fun. Es ist das deutsche Leitungswasser. Wisst ihr, was für ein Luxus das ist, wenn man einfach... das Wasser aus der Leitung trinken kann. Hier läuft das ein kleines bisschen anders. Man muss sich erstmal so einen Bottich kaufen, vorausgesetzt man ist dafür umweltfreundlich genug und kauft nicht einzelne Flaschen. Und dann muss man das jedes Mal darin abfüllen. Und die nächste Sache, die hier ein bisschen doof ist, so Sachen wie Air-Up gibt es hier unter anderem auch nicht. Da hätte ich mich ein bisschen besser informieren müssen, denn nur 1, 2 oder ein paar Klicks mehr hätten gereicht, um zu erfahren, dass unser Münchner Startup nun auch die USA erobert. Das heißt, wenn ich den Kollegen verliere, habe ich wirklich ein Problem, weil die nämlich auch das heutige Video unter anderem sponsern. Ich versuche natürlich so das Kalorienmanagement bei solchen Challenges immer ein bisschen optimal zu machen. Das heißt, ich werde jetzt nicht auch noch zuckerhaltige Getränke trinken und generell bin ich ein großer Freund davon, Wasser zu trinken und hierbei hilft dir und mir eher ab absolut. Ich trinke hier einfach nur Wasser und über den Duftpott hier oben habe ich dann das Gefühl, dass ich einen leichten Geschmack dabei habe.
In wenigen Wochen beginnt dann auch schon das neue Jahr. Und für viele ist ja ein Vorsatz, mehr zu trinken oder sich auch generell gesünder zu ernähren. Deswegen macht's nicht so wie ich, macht nicht solche Food-Challenges. Lasst euch ganz sein und trinkt einfach nur Wasser. Sowas sollten wir wirklich nutzen, wenn wir schon in Deutschland, Österreich, Schweiz und sowas so gutes Leitungswasser haben. Und dadurch, dass ihr euch sowas auch noch zu Hause abfüllt, spart ihr euch ja auch noch unter anderem Transportwege und zum Beispiel auch Einwegflaschen. Deswegen, wenn ihr mal gerne Air-Up ausprobieren möchtet, packe ich euch den Link in die Videobeschreibung. Die werden natürlich auch zum Black Friday geile Angebote haben. Ich packe euch das Ganze mal hier rein, verpasst das Ganze nicht und schlagt zu. Sowas gibt's wirklich nur einmal im Jahr. An der Stelle geht ein dicker Kuss an Air-Up raus fürs Sponsoren des Videos. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich mir alles bestellt habe. Einmal habe ich mir bei IHOP was geholt. International House of Pancakes hatten wir schon in einem der letzten Videos. Oh mein Gott, das ist ja ausgelaufen. Old Fashioned Pancake Sirup. Für was werden die wahrscheinlich sein? Für Burger. Könnte man tatsächlich vermuten in den USA. Die haben die krankesten Kombis. Aber nicht so krasse Kombis wie wir Deutschen. Ich sag nur Audi RS6. What the fuck, Alter? Das war zu wild. Digga, der war so schlecht. Ich mach das mal kurz ein bisschen schöner. So, das sieht doch schon viel schöner aus, wenn wir hier 4 Pancakes haben. Schön mit Blaubeeren drin. Für gewöhnlich machen wir dann hier noch Butter drüber. Aufgeschlagene Butter. Ja gut, und das mit dem Sirup, das ist, glaube ich, selbsterklärend, ne? Können wir eigentlich noch eine zweite Packung drüber laden. Steaker, das wird mich gut sättigen, das Zeug. Double Trouble für doppelt Daumen nach oben, Leute. Ich würde sagen, bei dem Video möchte ich 24.000 Daumen nach oben sehen, wenn ich in 24 Stunden die 24 Fastfood-Ketten schaffe. Eine Fastfood-Kette, 1.000 Daumen. Also ich würde mal sagen, das ist ein guter Brummer, den wir hier haben. War das vielleicht zu viel Sirup? Kann es überhaupt zu viel Sirup geben? Nein, kann es nicht. Mittlerweile haben wir übrigens 19.01 Uhr. Ich bin also seit 4 Stunden in der Challenge. Und das ist, glaube ich, meine 8. Fastfood-Kette. Oder meine 7. Die wissen echt, wie man Pancakes macht, muss ich sagen. Aber ich habe mir ja nicht nur Pancakes geholt, sondern bei der Fastfood-Kette namens Panda Express das hier geholt. Und Panda Express ist auch eine eher gesündere Fastfood-Kette, habe ich gemerkt. Dort könnt ihr euch erstmal so eine Base bestellen. Entweder aus Reis oder Nudeln. Und dann dazu halt Chicken, Brokkoli oder was für Toppings auch immer ihr noch dazu haben möchtet. Und dann bekommt ihr im Endeffekt so eine Bowl. Die zweite Sache, die ich mir geholt habe, ist von Jimmy John's. Das ist so der Subway-Konkurrent hier, der noch ein bisschen besser sein soll, glaube ich. Wie man sich denken kann, machen die genauso wie Subway-Sandwiches. Man kann zwischen 3 Größen wählen. French. Keine Ahnung, warum das French heißt. Stellt euch vor, die kleinste Größe wäre Asian, European und dann African. Ich werde dieses Jahr 28 und ich weiß nicht, ob ich in meinem Humor immer noch auf dem eines 8-Jährigen stehen geblieben bin. Ja. Ich frage mich manchmal, ob die nicht ganz wissen, was ich da eigentlich bestelle. Das hier ist das Kleinste. Das ist mehr als ein halbes Sub. Habe ich zufälligerweise was zum Längemessen dabei? Nee, zufälligerweise nicht. Dann hätte ich das hier auf jeden Fall gemessen. Ich weiß zufälligerweise, dass das 20 cm sind. Dann sind das ungefähr 25 bis knapp 30 cm, dieses Ding hier. Ich kreide mich so in die Scheiße. Und daran erkennst du, dass du irgendwie krank im Kopf bist. Was braucht mit der Kacke? Ihr fangt immer an mit sowas. Also von der Optik her sehr, sehr, sehr. Sehr fresh. Ist auch ein schön gesundes Weizenbrot mit den guten kurzkettigen Kohlenhydraten, man kennt's. Hier ist Turkey drauf und alles mögliche an Gemüse. Und es hat, glaube ich, 9 Euro gekostet. Ich glaube, ich hätte noch Mayo dazu nehmen müssen. Bei Jimmy John's haben die nämlich die Hellmanns Mayo, die euch drauf machen auf die Sandwiches. Und darauf habe ich verzichtet, weil ich eigentlich Mayo nicht mag. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich hier die gute Wahl gewesen. Die Kombo wird mich sonst an das Universum scheppern. Einmal noch hier probieren. Das schmeckt richtig, richtig fad. Also es schaut fast besser aus, als es schmeckt. Es schmeckt nach so gut wie gar nichts. Meine Damen und Herren, wir gönnen uns das Ganze rein in 3, 2, 1, deins. Die Pancakes sind unten und ich muss sagen, die haben gut gesättigt. Aber es ist noch ein bisschen Platz. Wir hatten ja bis jetzt auch nur so kleine Burgerchen gefunden. Deswegen versuche ich jetzt den Bums hier auch noch einfach runterzuziehen. Leer, aufgegessen und das Ganze um 19.35 Uhr. Oh, ich muss mich erstmal ganz kurz hinlegen und das Ganze verdauen. Ich fange schon an zu schwitzen, weil da ist so viel Essen, weil ich bin jetzt richtig, richtig voll. Und dieser komische Europäer, der immer zu Fuß gehen muss, ist auf dem Weg zum nächsten Laden. Um 21.16 Uhr. Ich war mir ehrlich gesagt nicht mal ganz sicher, ob ich überhaupt zu Fuß hingehen kann. Man muss in den USA leider echt ein bisschen aufpassen, wo man nachts zu Fuß noch lang gehen möchte. Kurz zu dem Thema. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es sogar noch schlimmer durch die ganzen letzten Jahre geworden ist. Es ist auch heftig, es war aber schon immer heftig in den USA. Und im Endeffekt müsst ihr euch wirklich informieren, wenn ihr in irgendeiner Stadt seid, in welchen Vierteln ihr seid. Weil ansonsten macht ihr einen ganz unfreiwilligen Boxkurs auf der Straße. Naja, wie auch immer, für mich geht's hier rüber zu Baskin Robbins. Das ist eine Eis-Fastfood-Kette und so als Dessert nach dem Abendessen ein Eis. Oh Baby, das geht immer. Kleine Planänderung, direkt neben dem Ziel ist noch ein Shake Shack. Eigentlich bin ich mehr als voll, aber natürlich wäre es cool, wenn ich zur Hälfte der Zeit auch die Hälfte der Läden hätte. Wenn ich noch 2 Läden dazu addiere, dann haben wir die 12 abgerissen. Ach komm, und das machen wir dann einfach noch voll. Diesen einen Burger kriege ich auch noch irgendwo rein. Also
Also ich habe schon eine Menge heute gegessen und ich müsste sagen, dass ich keinen Bock mehr auf einen Burger habe. Aber der Burger schaut wirklich geil aus. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht genauso denkt. Shake Shack ist, glaube ich, so mit einer meiner Lieblings-Fastfood-Ketten auch, weil die einfach noch so ein bisschen Qualität mit reinbringen. Der war jetzt nicht günstig, der hat, glaube ich, 6 Euro irgendwas gekostet. Der liegt sehr, sehr gut so in einer Hand und ich glaube, der wird jetzt sehr geil. Wow. Das ist mit Abstand der burgerähnlichste Burger, den ich heute hatte. Ah, da war irgendein Knorpel oder irgendwas drin. Da hat es gerade richtig geknackst in meinem Mund. Okay, ich nehme wieder alles zurück, ey. Die Amis, die machen auch immer alles direkt wieder kaputt, ey. Baby girl, love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gonna feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Und um kurz vor 22 Uhr habe ich mir noch das Eis hier geholt und zwar als Sorte Reese's Peanut Butter Cups. Und erst jetzt, wo ich das Eis hier geholt habe, ist mir was aufgefallen. Etwas, was hier auch nicht so geil ist wie bei uns. Hier gibt es keine Eisdielen. Es gibt in den USA keine Eisdielen. So eine schöne italienische Eisdiele, die dann immer irgendwas mit Gelato Veneziana oder Café Venezia oder Café Gelato oder wie auch immer heißt, gibt's hier nicht. Gibt's einfach nicht. Die haben nur so ein Industriezeug. Mal gucken, ob das was kann. Reese's Peanut Butter Cups kennen wir eigentlich nur von Ben & Jerry's. Oh, oh Bruder. Oh mein Gott. Das ist ein absolutes Erdnusserlebnis. Mm. Als würdet ihr einen Reese's Peanut Butter Cup essen und dazu etwas schön leicht sahnig cremige Eiskugeln dazu gebatscht. Wow, wow, wow. Der kam sehr unerwartet, aber auch sehr, sehr gefährlich. Baskin Robbins und somit der 12. Laden. Die Amis, die haben sie nicht mehr alle. In der Nacht und ich würde sagen, ich hau mich aufs Ohr, esse das Ganze und wir sehen uns morgen früh wieder bei einem etwas anderen Tagesstart. Baby girl wearing Nada. Growing from a cider. Bad robe in his Prada. Fiji water by the cold glass. Und somit einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Und herzlich willkommen zum zweiten Tag. Ich hatte gestern wirklich noch ganz schön krasse Kopfschmerzen von diesem ganzen Trash-Essen, was ich mir reingezogen habe. Und ich habe auch alles andere als gut geschlafen. Wir haben mittlerweile 9.27 Uhr, also ich habe noch 5,5 Stunden Zeit, um die Challenge zu completen. Und in den USA gibt es für wirklich jeden Laden einen Drive-In. Deswegen befinde ich mich jetzt gerade beim Starbucks Drive-In. Aber natürlich ist das der einzig passende Start in den Tag. Okay, man kann jetzt hier Frühstück bestellen. Ich werde mir gleich noch was Ungesundes bestellen, aber hier werde ich mir diese Cheese and Fruit Protein Box bestellen. Das gibt es bei uns in Deutschland auf jeden Fall nicht. Und passend zu der gesunden Sache habe ich mir auch schon bei Krispy Kreme einen Donut bestellt. Natürlich auch wieder im Drive-In. Jetzt haben wir hier einen Nitro Cold Brew. Köstlich, möchtlich. Dazu den Original Glazed von Krispy Kreme in den USA. Mal schauen, wie der schmeckt. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der gut. Wow. Das ist eine ganz andere Liga als in Deutschland. Der zerfällt schon so quasi, nur wenn man ihn berührt, als wäre der mit Luft aufgepufft. Und zergeht im Mund wirklich so schön weich. Mit nur zwei Bissen. Und hier haben wir jetzt diese Protein-Box, die auf gesund gemacht ist. Mit 20 Gramm Eiweiß und 470 Kalorien. Das ist halt so ein schlechtes Verhältnis. Und wo kommt das Eiweiß her? Von so einem Käse und von so einem Käse. Schmeckt das Obst wenigstens? Sorry, aber wird sich, glaube ich, in Deutschland nicht durchsetzen. Richtig unnötig, die Box. Einfach nur Käse mit Crackern. Wenn ich es richtig im Kopf habe, fehlen mir noch 10 Fastfood-Ketten. Und das wird mich noch richtig sättigen. Dazu möchte ich erst noch ein kleines Beinworkout durchballern, damit ich noch ein bisschen mehr essen kann. Ich befinde mich auch schon direkt vom Gym. Ich hüpfe kurz rein, knall die Beine durch. Und dann wird in einem epischen Fastfood Sprint. Junge, das ist aber ein heftiger Zungenbrecher. Und dann wird in einem epischsten Fastfood-Sprint richtig viel Fastfood in kurzer Zeit durchgeknallt. Heute wird eine Menge geknallt. Wir haben es, Leute, das legendärste Chicken Sandwich in den USA. Training wurde durchgezogen und für viele gibt es ein Hähnchen als Post-Workout-Meal. Ich meine zumindest, dass sich kristallisiert hat, dass in letzter Zeit das hier das beste Chicken Sandwich war. Wir sind bei Popeyes Louisiana Kitchen Chicken irgendwie sowas. Das Ganze schaut richtig langweilig aus. Wir haben hier das Brioche-Bann, ein bisschen Mayo, eine saure Gurke und einfach nur Hähnchen. Die nächste Fastfood-Kette. Das Hähnchen ist noch richtig crispy. Das Ding hat mich jetzt 5 Euro gekostet. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also man sieht auch, dass das noch ein richtiges Hähnchenstück ist und nicht irgendwas gepresst ist oder so. Verdrückt.
Ihr wisst, ich mag sowas eigentlich überhaupt nicht, aber ich muss echt sagen, das Hähnchen war sehr gut frittiert, sehr gut gewürzt, schön knusprig, schön warm. Da kann KFC echt einpacken. Für euer Verständnis, hier war ich gerade eben und hier direkt nebenan ist schon Burger King. Die Dichte an Fastfood-Ketten hier ist unvorstellbar. Das kann man sich als Deutscher einfach nicht vorstellen. Das Angebot richtet sich ja nach der Nachfrage. Das heißt, die Leute müssen hier halt auch wirklich ganz normal jedes Mal zum Fastfood fahren. Na, das ist garantiert nicht normal. Um Zeit zu sparen, gibt's den nächsten wieder im Drive-In. Hello, do you have a vegetarian or vegan burger? Do you have a vegetarian burger? The Impossible Whopper. Impossible Whopper, okay. And the number 3. Yes, then I take the Impossible Whopper, please. Okay, do you like the whole meal or do you want just the sandwich? Just the sandwich. Okay, anything else? That's all. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch unbedingt diese Reportage über Burger King an. Man hat danach nie wieder Bock, Burger King in Deutschland zu essen. Und ich glaube, es ist ehrlich gesagt hier nicht viel anders. Also ich ekel mich ein bisschen auch vor dem McDonald's-Experiment, nachdem ich die Reportage gesehen habe. Bei Wendy's hole ich auch noch was. Und zu noch einer Fastfood-Kette, die Sonic heißt. Sonic sowie der Sonic. Und ich sag's euch, wie es ist. Mir ist so heiß, ey. Es hat 30 Grad und ich fress hier Fastfood, ey. Das Krasse ist, hier gibt's keinen normalen Drive-In, sondern jeder hat sein eigenes Ding. Das heißt, hier steht ein Auto nebenan und jeder hat seinen eigenen Monitor. Man kann dann hier auf Press to Order drücken und muss nicht extra in den Drive-In fahren, weil die Amis lieben nichts mehr, als in ihren eigenen Autos zu essen. Yeah! Was ich sagen muss, was ich ziemlich cool finde, ist, dass immer die Kalorienangaben angezeigt werden. Und hier gibt es auch so Milkshakes mit Reese's drin und sowas. Ich habe aber Bock auf das Jumbo Popcorn Chicken. Und die haben auch eine Kollabo mit Cinnabon, diese Cine Snacks. Die werde ich auf jeden Fall probieren, weil Cinnabon... Wir kommen übrigens nach Deutschland. Also können wir uns bald in Deutschland auf einen richtig fetten Cheat gefasst machen. So, wenn euch das Video ein bisschen übrigens gefällt, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut. Franklin, ich denke, während ihr das Video seht, bin ich nämlich gerade in Tokio. Ja, ich habe die ganzen Videos ja alle vorgedreht. Und hier wurde das Ganze schon gebracht. Und natürlich darf der Laden auch nicht fehlen, Pizza Hut. Und ich freue mich schon unglaublich darauf, nicht. Denn der hat 1,5 Sterne bei Yelp. Wenn ich das, was ich jetzt bestelle, nicht überleben sollte, möchte ich, dass meine Hamsterbacken gespendet werden. Ich bin mir sicher, da sind noch genug Kalorien drin, dass noch über Generationen meine Nachkommen sich davon ernähren können. Hier ist der Struggle absolut real, Leute, weil die natürlich nur große Pizzen haben. Und ich kann doch jetzt nicht so eine komplette Pizza verdrücken, Alter. Dann geht gar nichts mehr. Dann schaffe ich die Challenge nicht. Hier, die Nachtische, die lachen mich immer am meisten an. Und was hier krass ist, hier gibt es auch so Wings wieder. Mal schauen, was ich mir bestelle. Es ist eine Pizza geworden, die ich mir bestellt habe. Und mit den ganzen Sachen habe ich mich jetzt hier an einen See begeben. So schauen Seen in Texas aus. Also ich muss jetzt sagen, ich würde jetzt hier nicht so gern drin baden. Hier liegt Plastik, da liegt Plastik, da liegt Plastik. Ich habe mittlerweile natürlich überhaupt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Fraß. Aber keine Ausreden, wir ziehen durch. Ich ziehe durch. Ihr schaut zu. Jeder hat hier seine Aufgabe. Von Burger King haben wir den Impossible Whopper. Von Pizza Hut haben wir eine Veggie-Pizza in der kleinsten Größe. Von Wendy's, wo ich das Logo übrigens irgendwie richtig eklig finde. Also mich spricht der Laden gar nicht an. Dementsprechend habe ich auch kein Fleisch, sondern da so ein Oat-Bar geholt. Kann man machen. Der schmeckt ganz gut tatsächlich. Und hier von Sonic, das worauf ich mich am allermeisten freue. So Teile, die gefüllt sind mit Cinnamon. Und die dippt man dann hier in so ein Cream-Cheese-Frosting rein. Das schaut dann so aus. Mmh. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Der Zimt drin. Boah, die sind richtig geil, die Teile. Mmh. Wenn es schnell gehen muss, kann man die auch zu zweit nehmen. Einmal reindippen und dann... Digga, wild. 9 von 10, ultra geil. Dieses Frosting kommt richtig, richtig gut. Wie schmeckt jetzt so eine Pizza? Optisch kann das Ding auf jeden Fall was. Sagen wir es mal so, die 1,5 Sterne auf Yelp, die schmeckt man auf jeden Fall nicht. Dieser Plant-Based Whopper. Das schmeckt wie dieser Standard Burger King-Fraß. Leute, ich würde sagen, es wird langsam Zeit für das epische Lied, das Challenge-Lied, das Lied, bei dem die Zeitraffer am besten laufen und die Kalorien am besten reingehen. Let's go in 3, 2, 1. Oh, ich würde mich so anlügen, wenn ich sagen würde, dass ich darauf jetzt Lust habe. Es ist, dieses Zeug sättigt nicht. Es hat so viel Kalorien. Eine so eine Pizza gerade eben hatte, glaube ich, 800 Kalorien, obwohl die so klein ist. Und die sind halt voll mit Zucker und kurzen Kohlenhydraten, ungesunden Fetten. Und es sättigt nicht mal. Aber es schmeckt einfach nur alles gleich und eklig. Mir fehlen noch 7 Fastfood-Ketten. Und wir haben 12.55 Uhr. Ich habe also noch 2 Stunden Zeit. Das heißt, ich gegen den Plant-Based Whopper rein da. Der letzte Bissen des ekligsten Burgers. Ich weiß noch nicht, ob ihr das kennt, Leute. In Deutschland ist es ja mittlerweile schon ziemlich kalt und ich würde richtig gerne hier einfach ein bisschen die Sonne genießen. Aber ich fühle mich schon so fett von diesem ganzen ekligen Essen, dass ich mich schämen würde, mich jetzt hier oberkörperfrei einfach irgendwo hinzusetzen. Ich glaube, ich mache einen kurzen Verdauungsspaziergang. Dann muss ich mir eine Strategie fürs Finale überlegen.
Satz mit X war wohl nix. Ich habe nicht mal Zeit zum Spazierengehen, weil ich habe nur noch eine gute Stunde. Ich muss ja auch die Sachen einkaufen. Also hier, Wingstop, nächster Laden. Wingstop kommt, glaube ich, irgendwie aus der Luftwaffe oder irgendwie sowas. Blende das Ganze mal ein. Da hole ich was. Außerdem packen wir es zu Slotskis. Also ich denke mal, dass man das so ausspricht. Slotskis. Hört sich ein bisschen wie so eine Casino-Kette an. Slotskis. Die haben einfach einen eigenen Cinnamon-Stand hier. Die haben hier Sandwiches. Also wieder so ein dicker Brummer, der wahrscheinlich krass sättigen wird. Ich wollte gerade bei Jack in the Box noch was holen, aber die hatten irgendwie alle geschlossen. Deswegen hole ich jetzt was bei KFC und bei Raising Cane's Chicken Fingers. Da hole ich mir auch noch schnell was ab und dann sehen wir uns auch schon zu Hause, denn ich habe mich wieder hingesetzt, ich muss noch kurz was essen und ich musste ganz kurz ein Geschäft erledigen und ich bin so ein Typ, ich kann das nur zu Hause machen. 14:25 Uhr, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Ich habe noch 35 Minuten, glaube ich. Der Preis für die schönste Verpackung geht an Wingstop. Das Minimum, was ich meinen Chicken hätte holen können, wären irgendwie auch wieder mehrere Pieces gewesen und das hätte ich auch gar nicht geschafft. Ich fand viel interessanter, dass man da auch Maiskolben bestellen kann. KFC hat hier in den USA eine Kollabo mit so einem Fischladen und deswegen bieten die nicht nur Fried Chicken, sondern auch Fried Fish an. Raising Cane's der einzige Laden, der mir eine Plastiktüte gegeben hat und eine Styroporverpackung für ein Chicken Piece von denen, gepaart mit etwas Coleslaw. Die Kombo stelle ich mir tatsächlich recht geil vor. Oh ja, oh ja. Raising Cane's auch einer der bekanntesten Chicken-Läden hier in den USA. Die ganzen Hähnchenspezialitäten kommen hier aus dem Süden, Texas, Kentucky und so weiter und so fort. Bei Schnotzkis, da habe ich mir das Größte bestellt und zwar ein Veggie-Sandwich hier mit Vegetables ein bisschen drauf, allem möglichen drum und dran. Geschmacklich ganz geil. Hier ist eine Menge Grünzeug drauf. Das gab es auch mit Ham und so weiter und so fort. Ich hätte aber jetzt Bock auf was Vegetarisches. Und ich muss leider sagen, der Laden sah richtig, richtig unappetitlich aus. Da war Schimmel an der Decke und ich bin froh, wenn ich diese Challenge geschafft habe. Ich habe jetzt auch nicht viel Zeit zu verlieren. Cajun Maiskolben, ziemlich trocken. Trocken und fad. Ratzfatz rein damit und dann sehen wir uns im Finale bei der letzten Kette, die ich hoffentlich noch schaffe. Meine Damen und Herren, das ist die Challenge in 24 Stunden bei 24 verschiedenen Fastfood-Ketten essen. Alter Leute, diese Dinger haben es richtig in sich. Das ist sowas von scharf. Irgendwie lieben die dieses Cajun Spice unnormal, aber es haut mich gerade richtig, richtig um. 14:37 Uhr, dringend auf zum Auto, Leute. Wir packen es auf zu Taco Bell. Da sind wir angekommen, Leute, bei Taco Bell. Richtig rein hier. Und um 14:54 Uhr, ich glaube, 24 Stunden sind mittlerweile schon rum leider. Um ein oder zwei Minuten habe ich von Taco Bell hier noch ein Taco. Ach Gott, das kann ich euch nicht zeigen. Da ist so eine Bohnensauce drauf, schon aus wie Durchfall, Alter. Aber wie richtiger Durchfall. Die letzte Mahlzeit der Challenge. Letzte Mahlzeit verrückt. Die Endzeit ist jetzt 14:57 Uhr. Ich habe es tatsächlich geschafft, in 24 Fastfood-Ketten zu essen. Um ein oder zwei Minuten ging es leider nicht auf. Ja, das ärgert mich extrem. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob man das hätte auch in Deutschland machen können. Mir sind jetzt keine 24 Fastfood-Ketten eingefallen, die es überhaupt in Deutschland gibt. Und ich bin für die komplette Challenge, außer für den Mr. Beast Burger, kein einziges Mal mehr als 5 Kilometer weit von meiner Wohnung weggefahren. Shake Shack in and out und das Eis hat mir mit Abstand am besten geschmeckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, höchstwahrscheinlich aus LA. Macht's gut, bis dahin. Over and out. Ciao. We'll be right back.